Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair. Würde mich interessieren, was glaubt ihr, wer kommt jeweils weiter? Bei einigen Spielen ist es ja schon sicher und bei anderen Spielen steht es wirklich 50-50. Bleibt, wie gesagt, schön sportlich in den Kommentaren. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Prognose. Los geht's mit Inter Mailand gegen Eintracht Frankfurt. Inter Mailand lädt Eintracht Frankfurt zum Rückspiel im Giuseppe Meazza. Das Hinspiel ging mit 0:0 zu Ende. Kevin Trapp hielt sogar noch einen Elfmeter. So konnte Frankfurt dann gut damit leben, ohne ein Auswärtstor kassiert zu haben. Hier hatte Brozovic aber in der Frühphase der Partie eine richtig gute Möglichkeit auf dem Schädel, dass es schon hätte sein können, vielleicht sogar sein müssen. Da ist er relativ frei. Glück für Frankfurt in dieser Szene. Nun warten die Frankfurter auch endlich auf und spielten über die linke Seite nach vorne. Das ist hier ein guter Zweikampf. Kostic geht rauf, setzt da die Verteidigung unter Druck. Kalea und Gacinovic produzieren dann die erste Möglichkeit auch für die Gäste. Der Schuss ist dann aber deutlich zu hoch angesetzt. Immerhin aber mal ein Zeichen nach vorne. Und die Frankfurter wollten daran anschließen und spielten dann weiter auch nach vorne. Rebic nach Verletzung wieder dabei und Rode mit dem Abschluss an die Latte. Jetzt kam für Frankfurt Pech dazu. Ein Treffer könnte ja hier schon wirklich alles entscheiden, denn dann bräuchte Inter 2. Zur Pause stand es 0:0, ging auch so in Ordnung. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Jetzt zum Ende hin wurden die Frankfurter deutlich stärker. Wir springen den zweiten Durchgang und Frankfurt wollte jetzt unbedingt den Treffer auf Biegen und Brechen erzielen. Und das konnten sie dann auch. Gut, dass der wieder dabei war. Ante Rebic, 60. Spielminute, schöne Direktabnahme aus knapp 11 Metern. Setzt er den Ball dann unhaltbar für Handanovic in die Maschen. Und jetzt brauchte Inter eben diese zwei Treffer. Sie waren jetzt gebrochen und Frankfurt war heiß, hier noch einen Treffer zu erzielen. Aber das hätte auch nach hinten losgehen können, beziehungsweise geht es sogar. Brozovic auf Politano, der legt den Ball in die Mitte. Aber Danny da Costa hat aufgepasst und klärt dann in allerletzter Sekunde. Glück für Frankfurt in dieser Szene. Jetzt machen sie es aber clever. Gacinovic mit der Flanke. Da kommt keiner ran, aber Danny da Costa kommt nochmal an den Ball. Rode ans Aluminium und Sebastian Haller staubt dann ab. 84. Minute, das 0:2. Jetzt war allerspätestens alles geklärt. Frankfurt schießt sich tatsächlich in die nächste Runde. Ein 0:0 im Hinspiel. Und ein klasse 2:0 im Rückspiel haben dann dafür gesorgt, dass die Frankfurter absolut verdient ihren Traum von der Europa League Meisterschaft weiterleben können. Sebastian Haller mit dem Treffer in der 84. Minute hat hier alles entschieden. Im Hinspiel hatte man lange Zeit noch ganz gute Karten für die Schalker, zumindest realistische Karten in diesem Rückspiel im Etihad Stadium gesehen. Nach dem 3:2, nach den 90 Minuten war es dann aber eher wieder die Ernüchterung und die Frage, wie klar würde sich Manchester City hier durchsetzen können. Aber die erste Möglichkeit gehörte den Königsblauen, heute in Grün auflaufend, wobei es auch unterher noch nicht wirklich gefährlich wurde. Dann auch Manchester City, sie spielten auf Sparflamme. Silvers Schuss von Stambouli, aber noch rechtzeitig abgefangen. Nach 20 Spielminuten auch das erste Offensivzeichen der Citizens. Das war ansonsten bislang noch nicht so viel nach vorne. Und Schalke verteidigte gut, aber diese Ecke, die daraus entstand, produzierte diese Szene. Agüero, Laporte und Bernardo Silva bleibt eiskalt. Vor Ralf Fährmann, der in der Champions League wieder auflaufen durfte. Und in der 25. Spielminute stand es 1:0. Jetzt brauchte Schalke drei Treffer und das wurde immer unrealistischer, weil Man City sich richtig gut reinspielte. Die nächste Möglichkeit, Nastasic im letzten Moment noch dazwischen. Sergio Agüero hätte es hier schon durchaus auf 2:0 stellen können. Vor der Pause in der Nachspielzeit nochmal die Gastgeber von Schalke nach vorne. Jetzt nichts mehr zu sehen. Gut durchgesteckt und Raheem Sterling mit dem 2:0. An der Ausgangslage hat sich jetzt für Schalke nicht viel verändert. Weiterhin brauchten sie drei Treffer, aber sie durften nun auch keinen mehr schlucken. 2:0 nach 45 Minuten und Schalke machte sich dann schon mit dem Gedanken vertraut, sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren zu können. Und ein DFB-Pokal-Viertelfinale steht ja auch noch an.
Manchester City dominant im zweiten Durchgang. Viel brachten sie erstmal nicht. Gündogan bekommt den Ball von David Silva wieder in der 69. Minute. Endlich mal wieder ein Highlight. Ansonsten war es doch relativ langweilig an diesem Dienstagabend. Aber Schalke versuchte es nochmal, den Ehrentreffer zumindest zu erzielen. Burgstaller über die rechte Seite. Bentaleb mit dem Kopfball. Immerhin in Richtung des Tores. Aber für Ederson ist das nicht wirklich ein Problem. Wir sind schon jetzt in der letzten Spielminute. Nochmal Schalke, ehrenwert, wie sie es versuchten. Bentaleb auf Skripski, der sich dagegen Kompany ganz gut durchsetzen kann mit seiner Schnelligkeit. Steven Skripski zieht dann auch in die Mitte und zieht ab. Ederson lenkt den Ball an die Latte und somit bleibt es dann auch beim 2:0. Schalke wandte sich zum Guten im zweiten Durchgang. Am Ende war Man City aber deutlich eine Nummer zu groß und hat dann im zweiten Durchgang eben auch auf Sparflamme gestellt. Sollte Juve tatsächlich jetzt schon ausscheiden im Achtelfinale? Gegen Atletico Madrid verloren sie im Hinspiel mit 2:0 und dementsprechend war die Motivation bei den Gastfans auch durchaus gegeben und sie waren zahlreich mitgereist nach Turin. Aber jetzt Juve zu Hause durchaus nicht zu unterschätzen und das ist Blaise Matuidi, der keiner gegen wer sich da stellen muss und dann in der 12. Minute das Ding einhämmert. Und jetzt plötzlich brauchte Juve nur noch einen Treffer zur Verlängerung. Und das war, wie gesagt, die erste Szene in dieser Partie, die man wirklich mal zeigen konnte. Was war mit Atleti los? Die Verteidigungskünstler bislang noch nicht so stabil. Mandzukic steckt dann auf die Außenbahn durch. Das ist Cristiano Ronaldo. Eine schöne Körpertäuschung. Die Flanke ist auch nicht schlecht. Die Baller kriegt aber keinen Druck mehr auf den Ball, wird auch vom hochspringenden Godin noch daran gehindert, den besser platzieren zu können. Und dann setzt er das Ding doch deutlich am Kasten vorbei. 10 Minuten noch bis zur Pause und Atletico Madrid mit dem Spiel nach vorne taten sie sich weiterhin extrem schwer. Antoine Griezmann jetzt mal nimmt Koke mit, heute im Zentrum aufgeboten. Über die rechte Seite Correa mit der Flanke, Chesney passt aber auf. Und dann war auch diese Szene bereinigt. Es war wirklich keine Torchance zu erwähnen. Der Gäste von dem tollen 2:0 aus dem Hinspiel auch nicht mehr viel zu sehen. 45. Minute, nochmal Juventus Turin. Bentancur auf Dybala und der Abschluss ist nicht verkehrt. Jan Oblak zeigt mal seine Qualität und hält in der 2. Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs dieses 1:0 fest. Aber jetzt war auch klar, für die zweiten 45 Minuten stand auf der Agenda bei Atleti kein Treffer mehr kassieren. Zumindest wenn man nicht auch endlich mal nach vorne spielen sollte. Und es war wirklich knapp. Es hätte schon durchaus 2:0 stehen können. Für die zweiten 45 Minuten also alles drin. Und Atleti in dem Wissen, nach vorne was tun zu müssen. Ansonsten würde das sicherlich nicht so gut gehen. Lemar und Saul gut im Zusammenspiel. Juan Fran heute über die linke Seite für den angeschlagenen Felipe. Luis Saul erobert da den Ball. Und Chiellini ist im letzten Moment dazwischen. Nicht wirklich gefährlich. Lange braucht die Juve im zweiten Durchgang, um richtig reinzufinden, weil Atletico jetzt besser verteidigte. Bentancur auf die Baller und wieder Oblak. Es wurde nicht häufig gefährlich, wenn dann aber so richtig. Der Abschluss ist wirklich nicht verkehrt und minimal zu zentral geschossen. Ansonsten hätte Oblak wohl auch keine Möglichkeit mehr gehabt. Der anschließende Eckstoß. Griezmann kann es nicht so richtig klären und deswegen wird es nochmal heiß in der Szene. Dybala mit dem Kopfball. Jetzt aber wirklich mal einer der schwächeren Abschlüsse im zweiten Durchgang. 10 Minuten nur noch auf der Uhr. Ein Treffer fehlte Juve. Einer fehlte. Matuidi vor Oblak. Und Oblak behält die Oberhand, aber der Treffer hätte auch nicht gezählt, weil Matuidi im Abseits stand. Einen knappen Schritt und das sieht man gut. Der Ball von Cristiano Ronaldo ansonsten aber sehr gut gespielt. Nachspielzeit, noch einmal Juve. Konnten sie sich in die Verlängerung retten? Pjanic und der haarscharf am Kasten vorbei. Danach war Schluss, die letzte Szene nochmal richtig heiß und da fehlte wirklich nicht viel. Juve gewinnt zwar mit 1:0, ist am Ende trotzdem der große Verlierer, weil das Hinspiel am Ende mit 2:0 verloren ging. Atletico mogelt sich so ein bisschen in die nächste Runde und für Juve ist in der Königsklasse ab hier schon Schluss.
Der FC Barcelona hat sich schwer getan im Hinspiel gegen Olympique Lyon und so stand es nach 90 Minuten 0:0 und hier müsste man jetzt aufpassen, nicht einen Gegentreffer zu kassieren. Zumindest sollte man erstmal vorne selber vorlegen. Und die erste Möglichkeit gehörte dann auch Barcelona. Messi mit dem Abschuss bekommt da über Umwege nochmal die Möglichkeit zum Schuss, aber Lopez passt auf und pariert das Ding gut weg. Lyon erstmal auf die Verteidigung bedacht, in dem Wissen, ein Treffer für sie könnte hier alles auf den Kopf stellen und so mussten sie gar nicht viel Druck nach vorne erzeugen. Arturo Vidal mit dem Schuss dann aus knapp 17 Metern, aber das war nun wirklich nicht gefährlich. Sie versuchten es immerhin, von Lyon bis dahin nach vorne wirklich noch gar nichts zu sehen. Das dauerte dann auch ein bisschen, bis sie endlich mal sich anmeldeten. Aoua spielt zu Depay. Memphis Depay in die Mitte und das ist eine Riesentat von Marc-André Ter Stegen. 45. Spielminute, der erste Torschuss für Lyon und der war richtig brenzlig. Ter Stegen fährt da das Bein aus und hält so das 0:0 fest und dementsprechend ging es dann auch torlos in die Pause. Es waren noch 45 Minuten Zeit oder sollte es wirklich in die Verlängerung gehen zwischen diesen beiden Mannschaften? Barcelona, klar, der Favorit. Aber jetzt kam Olympique Lyon. Memphis im Strafraum schon und legt dann zurück. Nabil Fekir nach Sperre zurückgekehrt und jetzt macht er hier das 1:0 und Barca braucht jetzt zwei Dinger, um weiterzukommen. Die Schockstarre direkt nach der Pause, das kalte Wasser für den Favoriten. Aber Barca wollte jetzt nicht lange darum trauern. Sie hatten auch gar nicht die Zeit dazu. Und in der 54. glichen sie dann zumindest aus. Ivan Rakitic mit dem Ausgleichstor. Aber weiterhin brauchten sie noch einen Treffer. Mit diesem 1:1 wäre Lyon in der nächsten Runde. Aber Barca blieb jetzt auch dran und wollte das nächste Ding erzielen. Kontermöglichkeiten dadurch für die Franzosen. Über die rechte Seite. Fekir, extrem wichtig, dass der wieder dabei war. Nabil Fekir hat die Übersicht und die Ruhe weg. Erobert den Ball und Dembélé gegen Ter Stegen. Und wieder ist es Ter Stegen, der hier das Ding weiter spannend hält. Und Barca brauchte den Treffer. 20 Minuten noch zu spielen. Dembélé nimmt über die linke Seite Jordi Alba mit. Denayer kann es erstmal klären. Dembélé aber in die Mitte geköpft und das Sergio Busquets und der Routinier macht das 2:1. Stand jetzt Barca im Viertelfinale. Sie waren auch die bessere Mannschaft im zweiten Durchgang, aber Lyon immer wieder mit Nadelstichen und so glaubten sie weiterhin dran. Jetzt brauchten sie eben wieder den einen Treffer und wären damit dann in der nächsten Runde. Fekir, Dembélé im Zusammenspiel und wieder Marc-André Ter Stegen, der auch in den beiden Klassikos zuletzt überragend jeweils parierte. Und auch hier stand er wieder im Fokus, fischt das Ding noch aus. Nachspielzeit, nochmal Lyon, die letzte Möglichkeit. Über links in diesem Fall. Fekir mit der Flanke. Lenglet kann es klären. Memphis vor die Füße von Dembélé. Kann dann Marc-André Ter Stegen nur noch klären. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit setzen sich die Franzosen doch noch durch. Das ist nicht zu fassen in dieser Situation. Dass sie sich da noch rausbekommen haben. Nach der Führung zurückgelegen und dann kämpfen sie sich zurück. Olympique Lyon schmeißt den nächsten spanischen Favoriten nach Real aus dem Wettbewerb. Der FC Bayern München hat es leider nicht geschafft, einen Treffer in Liverpool an der Anfield Road zu erzielen und so mussten sie aufpassen, hier keinen zu kassieren. Die erste Möglichkeit war direkt mal herausragend. Aber Neuer konnte halten. Es war aber auch abseits, somit kein Problem und damit die Aufregung nur ganz kurz präsent. Standardsituation für den FC Bayern München. David Alaba legt sich den Ball zurecht und jetzt vielleicht schon das erlösende 1:0. Lewandowski setzt ihn auch in Richtung des Tores. Alisson Becker hält den Ball aber fest. Es war sonst eine wirklich ereignisarme erste Halbzeit. Es passierte nicht viel und so ging es folgerichtig mit 0:0 auch in die Katakomben. Und was war jetzt im zweiten Durchgang? Liverpool wagte sich etwas. Naby Keita, schöner Übersteiger, legt den Ball raus zu Wijnaldum. Keita auf Mo Salah und der scheitert am überragend reagierenden Manuel Neuer. Und Mo Salah
Der Ägypter, der kann es ja eigentlich, aber in dieser Saisonphase aktuell ist er nicht in der Verfassung. Trotzdem, das war von Neuer auch wirklich fantastisch gemacht. Rames im Gegenangriff auf Lewandowski und Robert Lewandowski scheitert hier an Alisson Becker. Jetzt standen die Torhüter im Mittelpunkt. Vielleicht der Welttorhüter auf Bayerns Seite mit dem künftigen Welttorhüter auf Liverpooler Seite. Rames Rodriguez wird nicht angegriffen. Erstmal ist Virgil van Dijk nach Gelbsperre zurück dazwischen, aber weiterhin Bayern im Ballbesitz. Und dann auch der Treffer. 60. Spielminute. Rames Rodriguez mit dem 1:0, dem erlösenden Treffer für die Bayern. Da wird es erst noch geklärt, aber Thiago und Rames haben da viel zu viele Freiräume. Und nun war Liverpool gefordert. Stand jetzt, wären sie raus und die Verlängerung spielt ab sofort in dieser Partie keine Rolle mehr. Ribéry, Martinez im Zusammenspiel, Lewandowski und dann der Abschluss von Virgil van Dijk. Aber noch abgewehrt in der 68. Spielminute. Bayern wollte jetzt hier keine Fragezeichen mehr offen lassen. Aber es stand eben weiterhin nur 1:0 und Alisson Becker reißt sich da nochmal und seine Mannschaft am Riemen. Der anschließende Eckstoß, Rames Rodriguez legt sich den Ball zurecht. Da kommt auch einer kurz, wird aber weit ausgeführt. Variante, die fast zum Tor führt. Robert Lewandowski setzt den Ball aus nicht allerbestem Winkel nur ans Außennetz. Und jetzt Liverpool. Keine 20 Minuten mehr zu spielen. Salah mit der Flanke. Süle kann sich richtig klären. Sadio Mané legt zu Roberto Firmino. Roberto Firmino kannst du einfach abschließen und haut das Ding rein. 1:1. Liverpool aktuell in der nächsten Runde. Wie konnte Bayern damit jetzt umgehen? In den letzten Wochen sind sie klasse drauf. Und schüttelten das auch ab und spielten nochmal nach vorne. Wir sind schon in der Schlussminute. Die 90. schon abgelaufen. Rames Rodriguez nochmal mit dem Eckstoß. Bringt das Ding auf den Elfmeterpunkt. Javi Martinez in die Arme von Alisson Becker. Aber weiterhin die Hoffnung lebte. Nachspielzeit. Nochmal die Bayern. Rafinha, Ribéry raus zu Alaba. Wieder Franck Ribéry. Thiago Alcantara. Thiago! Aber zu überhastet. Schießt nochmal drauf. Es sollte nicht mehr sein. Und ohne verloren zu haben, scheidet Bayern mit 1:1 aus gegen den FC Liverpool. Das ist nicht verdient. Aber es ist leider die harte Realität. Bayern gegen Liverpool endet 1:1. Das war es dann auch wieder mit der Prognose. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass die Bayern weiterkommen, auch wenn es jetzt in der Prognose anders ausgegangen ist. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.